Kommt zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier noch beim Tyrann. Hallo. Der ist auch wieder mit dabei. Hallo Leute, und heute werden wir das Thema Omnibusbände auf eine neue Stufe katapultieren. Ja, oder heute gibt es eine neue Special Edition, die ich euch zeigen möchte. Die hat sich damals der Tyrann geholt. Und zwar, ihr habt sicherlich schon alle davon gehört, das gibt es mittlerweile sogar auf Englisch. Und zwar die Death Note 12 in 1 Edition. Alle 12 Bände von Death Note in einem Band zusammengefasst. Und der Tyrann, der hat sich das damals direkt aus Japan importiert, als das erschienen ist. Weil das ist einfach geil für die Idee. Und ja, wie gesagt, da muss man einfach mal, ich meine, 12 in 1, das ist schon was. Aber das sind nicht nur einfach so 12 in 1 Bände, das ist auch noch richtig schön aufgemacht. Zu einem richtig guten Preis. 2500 Yen. Ich denke mal, das sind so 21, 22 Euro. Nur mehr für 12 Bände. Und selbst wenn ihr die in Japan einzeln kauft, haben wir ja gerade darüber gesprochen, für so ein Set, je nachdem zahlt man auch schon so 1500 bis 3000 Yen. Je nach Zustand natürlich auch, je nach Geschäft, wo man dort kauft. Aber hier will ich neu. Und wer jetzt denkt, okay gut, dann wird doch jetzt aber der größte Dreck sein, ja Papier, das wird man kann jetzt kaum umblättern können. Nein, da kannst du hier aber immer noch in einem schönen Schuber, der wirklich klasse aussieht, richtig gut verarbeitet ist. Da, wie gesagt, rote Schrift sieht cool aus. Die Schrift ist cool. Das ist richtig hart. Und das ist hier vor allem auch ein guter Schuber. Wie gesagt, nicht so, weil den Mist, den hier unsere Verlage rausbringen. Wie gesagt. Und dann haben wir hier das Teil, wirklich 12 Bände. Es ist halt enorm platzsparend. Nun natürlich die Frage, gut, nee, kann man sagen, Manga System, du hast uns das hier gerade gezeigt, hast gesagt, das Papier ist gut, kann das Teil denn überhaupt lesen, so dick wie das ist? Und auch das ist möglich. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt und so ein bisschen drin geschmökert und ja, man kann es gut, es lässt sich gut aufklappen, es lässt sich gut lesen, sowohl vom Anfang an, als auch wieder vom Anfang an die ersten paar Kapitel lässt es sich gut lesen, es lässt sich aber auch in der Mitte gut lesen und es lässt sich auch von hinten gut lesen. Besonders ist auch hier, dass da noch ein Zusatzkapitel am Ende ist, wo man zum ersten Mal den Gott dieser Shinigami endlich mal ja, also nicht nur die 12, sondern auch noch ein Zusatzkapitel, also was will man eigentlich mehr, wie gesagt, das Ganze ist wirklich hübsch aufgemacht, macht sich auch ziemlich gut im Regal. Und wenn man jetzt Death Note einfach nur mal lesen will und jetzt nicht unbedingt die Bände sammeln will, für den lohnt sich das auf jeden Fall. Ich muss sagen, auch die englische Edition, denn komischerweise, die ist auch gar nicht mal so teuer. Nee. Also wie, natürlich so als Sammler oder auch als Death Note-Fan, das holen wir sich da sowieso noch extra dazu. Der wird sowieso seine Bände da stehen haben. Aber wenn jemand sagt, ich habe so viel Gutes über Death Note gehört und ich will den Manga einfach nur mal lesen, der kann sich den hier in dieser 12 in 1 Edition holen und hat sogar noch eine wirklich schöne und gute Edition, wo man sich wirklich null drüber beschweren kann. Wie gesagt, hier auch, ja, wieder man kann sich wirklich überhaupt nicht dran aussetzen, plus Bonuskapitel, also was will man eigentlich mehr? Gut, der 13. Band ist nicht drin, das ist ja so ein Guidebook-Band, den kann man sich auch noch extra holen. Wie gesagt, der hätte sich, glaube ich, hier drin auch einfach nicht so gut gemacht, aber wirklich der ganze Manga hier drin, ja, das ist mal ein richtiger Omnibus, der sich vor allem auch gut lesen lässt. Ich weiß das zum Beispiel, ich glaube, Wiz oder so, also diese englischen Verlage, die bringen aber auch so 5 in 1 Editionen raus von Fairytale und Tech und Titan und die sind halt so groß und schwer, die kann man nicht wirklich gut lesen. Aber was man hier wirklich mit gemacht hat, ja, einwandfrei, kann man ja nur loben, zu einem super Preis. Gut, mein Interesse an Death Note hat das jetzt immer noch nicht geweckt, aber das ist ein anderes Thema. Ich war dann auch extrem fasziniert. Ich habe einfach wirklich das billigste Billigpapier erwartet, als ich gekauft habe. Lederpapier ist wirklich gut, auch ist wirklich ein hochwertiges Papier. Es ist wie Fotopapier, es ist auch so glatt. Es ist sehr glatt, es scheint so ein bisschen durch, aber auch nur, wenn man die Seite wirklich dranhält. Also eine prima Papierqualität und wie gesagt, ihr seht ja dieses Mordsteil hier. Wie gesagt, das ist... Es ist erstaunlich, wie das gemacht wird. Also wie gesagt, auf jeden Fall... Würdest du den so nochmal lesen oder sagst du... der war jetzt so für die Sammlung. Der war jetzt so für die Sammlung, ja. Weil ich die deutschen Bände loswerden wollte. Du bist ja Death Note-Fan, oder? Ich fand Death Note gut. Würdest du dir nochmal die Einzelbände holen, um die auch im Regal zu haben oder nicht? Nö, das reicht mir. Er hat gesagt, jetzt mal wer was zu tun hat. Ich habe den Band damals gelesen von Verlag, die ich nenne. Ja, die deutschen Verlage werden nicht mehr genannt. Und der habe ich ja verkauft, hast du gesagt, ja, hier kommt 12 in 1, dann sind wir direkt auf Amazon. Und da war ich mit Porto bei 30 Euro, also ich bitte. Also wieder, man kann nichts gegen sagen. Eine wirklich prima Edition, einmal für Death Note-Fans, die noch das haben wollen und für Leute, die will ich sagen, ja, Death Note, höre ich viel Gutes drüber, will ich mal lesen, können hier unbedacht zugreifen und haben wirklich sogar noch eine schöne Aufmachung mit gutem Papier, was ich auch trotz dieser Dicke gut lesen lässt. Und ich würde sagen, das war's dann von dem Video hier. Und dann würde ich mal sagen, oder hast du noch irgendwie Abschlussworte? Nö, also wie gesagt, es ist ein super Preis, es ist super, also... Top-Preis, Top-Qualität. Und ihr kriegt sogar noch ein extra Kapitel, also etwas Neues ist auch noch mit drin. Wieder Top-Preis, Top-Qualität, Top-Zusatzkapitel, Top-Schuber. Was will man da mehr haben? Und dann würde ich mal sagen, wer mich wieder sieht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.